Hallo zu einem neuen Office Talk von uns. Eigentlich muss man heute besser sagen Fitness Talk, weil es ist ja schon fast das Ende von unserer Fitness Week angekommen. Aber wir haben uns gedacht, heute beantworten wir mal ein paar Fitnessfragen, die uns oft gestellt werden oder die uns auch selber interessieren würden bei anderen. Und haben uns so 5 Fragen zusammengeschrieben, die wir jetzt für euch beantworten werden. Genau. Passend dazu haben wir uns extra auf die Couch gesetzt, und sportlich. Genau, und schauen auch sehr sportlich aus heute, aber... Nein, wir reden hier nur über Sport. Genau. Und zwar als erstes mal so ganz banal, wie oft und wie lange trainieren wir? Also ich muss sagen, ich bin kein Fan davon, von diesen 2-3 Stunden im Fitnessstudio. Bei mir ist das wirklich zeiteffizient, rein, raus und fertig. Und ich würde sagen, man kann sagen, dass ich 3-mal die Woche fix jede Woche Sport mache eigentlich. Und das ist eigentlich immer eine Stunde, beziehungsweise wenn ich laufen gehe, halt ein bisschen weniger, dann ist es meistens eher so 35 bis 50 Minuten irgendwo dazwischen. Und im Fitnessstudio ist es eigentlich so, dass ich meistens eine halbe Stunde irgendwie Cardio mache in einer Art und Weise, am Laufband meistens, und dann danach halt noch Muckis oder zum Beispiel eine Core-Stunde, die dauert noch 25 Minuten. Das ist 3-mal die Woche ungefähr eine Stunde. Ich versuche auch zur Zeit auf selbe Pensum zu kommen. Es geht jetzt sehr meistens aus. Also bei mir ist es dann meistens so, Sporteinheiten ist dann am Wochenende ein bisschen anders. Das ist nicht Fitnessstudio, sondern halt im Winter immer Snowboarden, wo wir halt meistens zwischen 35 und 45 Kilometer oder so am Tag fahren. Das ist dann schon ziemlich sportlich. Oder im Sommer ist es halt oft so, dass wir halt extrem lang wandern gehen oder so den ganzen Tag unterwegs sind. Es ist dann am Wochenende bei mir und unter der Woche halt Fitnessstudio. Und dann mache ich meistens jetzt so 35 bis 40 Minuten Cardio, also zuerst Laufbahn, wo ich entweder versuche, jetzt gerade wieder Laufen anzufangen, oder eben schnelles Walken bergauf und dann eben Muckis noch. Also so ungefähr dann noch 25 Minuten oder so nach der Cardio-Einheit noch Bauchübungen und Beine und ja, alle diese schönen Dinge. Genau. Zweite Frage, was ist unsere Lieblingsübung? Also ich glaube, es hat jeder so ein bisschen seine persönliche Lieblingsübung und das war bei mir früher überhaupt nicht so, aber es hat sich jetzt, ich verstehe jetzt, was du immer gesagt hast, aber ich mache jetzt auch am liebsten Bauch, weil da irgendwie die Muckis am schnellsten sich bilden, kommt mir vor, und weil man halt da dann die besten Erfolge sieht, und das mache ich jetzt eigentlich so am liebsten, und zwar ganz klassisch, Crunches und Sit-Ups. Ja, bei mir ist es schon seit Jahren immer der Bauch und ich glaube, das hat auch einfach mit meiner Figur zu tun, dass ich halt von Haus aus eher eine schmale Taille und einen flachen Bauch habe und vielleicht die Beine jetzt nicht so meine Lieblingszone vom Körper sind. Und ich trainiere den Bauch auch schon seit Jahren wirklich im Verhältnis zu den anderen Muskelgruppen eher ausführlich. Also ich bin meistens so 15 Minuten auf der Matte und mache nur Bauchübungen, Leglifts, Side Crunches, alles mögliche, Plank und so weiter und so fort. Und da ist natürlich dann auch so, dass man am besten ist. Das, was man einfach jedes Mal macht, ist natürlich auch am besten trainiert. Wobei ich sagen muss, ich mache jetzt seit neuestem so eine Core-Einheit bei mir im Fitnessstudio auch, die dauert 25 Minuten, die leitet die Dani, mit der wir auch bei Adidas gemeinsam trainieren waren. Und die treibt mich wirklich an meine Grenzen. Also das ist wirklich so. Aber das sind auch die Jungs platt und alle anderen Mädels im Raum kämpfen auch. Also da muss man sich nicht so schlecht fühlen, das ist ja der Sinn der Sache. Aber Bauch ist definitiv meine Lieblingsübung. Ja, Hassübung gleich als nächstes. Das ist bei mir, wie schon vorher erwähnt, mit den Beinen. Also ich mag nicht so Squats und so, weil ich glaube, in meinem Kopf ist das einfach falsch verankert. Ich habe generell jetzt, ich möchte nicht sagen stämmig, aber ich habe kräftigere Beine. Und auch durch viele Laufen halt sind die schon auch, würde ich jetzt mal sagen, trainiert. Und ich habe halt immer so in meinem Kopf, wenn ich Squats mache, dann werden die Oberschenkel größer. Und das ist der Teil von meinem Körper, den ich am allerwenigsten mag. Und drum schleiche ich mich immer so um die Beinübungen rum und mache dann mal alibimäßig 20 Squats irgendwie kurz oder ein paar Lunges oder sowas. Aber ansonsten probiere ich das eher auf Cardio, weil es kann auch sein, dass es einfach irgendwie eine Bildungsfrage ist. Also vielleicht müsste ich mich in der Hinsicht ein bisschen besser noch auskennen, was wie sich auswirkt, welche Trainingsarten. Ich mache natürlich Laufen, Radeln und solche Sachen für die Beine, aber jetzt explizit Squats. Und bei mir ist es Seilspringen. Wenn ich höre in irgendeinem Kurs oder so, so wie wir es zum Beispiel hatten bei diesem Boxworkout, und der hat uns halt einfach am Anfang, glaube ich, 5 Minuten oder 10 Minuten Seilspringen lassen. Ja. In meinem Kopf war es halt einfach eine Stunde, weil es gefühlt schon so lang war, ich kann das nicht koordinieren, ich kann das nicht machen, dass das Seil
unter meinen Beinen durchgeht und ich stolper dann nur noch und es ist super anstrengend, es ist echt ein Desaster einfach und das hasse ich. Also wenn ich irgendwie um Seilspringen drumherum komme, ich weiß, es wäre eigentlich eher super. Es ist anscheinend echt das Ganzkörper-Workout, aber es ist für mich nichts. Also da stelle ich mich lieber eine Stunde aufs Laufband bei 30 km/h oder so, bevor ich... Ja, das schaue ich mir an. Ihr habt es alle gehört. Bei 30 nämlich. Aber nein, also Seilspringen ist die Hassübung bei mir. Ja, in welches Fitnessstudio gehen wir beide? Ich bin in der Hood, im McFit, im 16. Bezirk in der Lugner City. Von da kommen auch immer die schönen Snaps. Also wenn ihr was aus der Lugner seht, dann wisst ihr, jetzt war ich gerade im Fitnessstudio. Das McFit ist eigentlich super. Ich finde es ein schönes Studio. Es ist groß, es ist sehr günstig. Du zahlst 20 Euro im Monat, hast keine Bindung und kannst, glaube ich, in alle McFit-Studios europaweit gehen. Aber durch das sind halt natürlich auch extrem viele Leute angemeldet und teilweise war es bei mir jetzt schon so bei Stoßzeiten, dass nicht einmal mehr ein Spind frei war oder so. Und das macht halt dann einfach keinen Spaß, weil du einfach trainieren gehen willst und dann bist du halt zusammen mit 1000 anderen Leuten oder so. Deswegen versuche ich jetzt eher so am Vormittag zu gehen, wenn es geht, oder halt früher am Nachmittag, bevor halt diese Stoßzeiten anfangen, dann ist es okay. Ja, und ich bin im John Harris. Das ist für die Nicht-Wiener, das ist, würde ich mal sagen, ein sehr schönes Studio, aber man muss auch dementsprechend zahlen. Ich habe das jetzt nicht deswegen gewählt, weil es so ein schönes, also doch auch mitunter, aber es ist halt einfach 300 Meter nur von unserer Wohnung entfernt. Und ich bin schon der festen Überzeugung, dass je unkomplizierter der Weg ins Fitnessstudio ist, also wenn man da jetzt nicht U-Bahn fahren muss oder erst Parkplatz suchen oder was weiß ich, oder beim Regen großartig viel Zeit draußen, dass man dann schon öfter trainieren geht. Und wenn man schon mal, sage ich mal, ein Fitnessstudio in Gehdistanz hat, dann wollte ich das auch ausnutzen. Ich hoffe, es schaut niemand von John Harris zu, weil ich zahle noch meinen Studentenpreis. Das sind 79 Euro. Ich glaube, regulär ist es 89 oder so. Weiß ich jetzt nicht genau. Ich habe das auf jeden Fall seitdem ich noch Studentin bin. Und bis jetzt hat sich niemand gemeldet, um mehr Geld von mir zu verlangen. Es ist natürlich verdammt viel Geld, vor allem, wenn ich bedenke, dass ich in der Woche vielleicht ein, zwei Mal nur im Fitnessstudio bin, zahle ich am Ende dann zwischen 10 und 20 Euro pro Trainingseinheit. Wobei, das zahle ich halt beim Yoga auch meine 17 Euro, wenn ich mit mir gehe. Und was bei uns schon extrem cool ist, es gibt erstens mal ein Olympia-Size-Pool, das heißt, man kann richtig Bahnen schwimmen. Und es gibt ein mega tolles Kursangebot, alles von Spinning bis hin zu Yoga und Pilates und was weiß ich. Und stell dir vor, du müsstest das alles zahlen. Genau, und zum Beispiel Spinning mache ich extrem gern. Ich gehe jetzt auch eben seit diesem Adidas-Ding immer in die Donnerstagsabend-Choreinheit mit der Dani, weil ich finde, da pusht man, in so Kursen pusht man sich selber halt auch ganz anders, wie wenn ich mich jetzt aufs Rad setzen würde. Und ich persönlich habe es nie bereut, dass ich so viel zahle, aber ich verstehe das vollkommen, wenn jemand sagt, okay, 80 Euro im Monat für Fitnessstudio ist einfach übertrieben. Ich finde das Angebot, also man bekommt auch was fürs Geld und es ist bei uns zum Beispiel noch nie gewesen, dass ich nicht ein Laufband oder ein Rad oder sowas bekommen habe, weil natürlich da einfach die, auch selbst wenn ich Montagabend um 19 Uhr hingehe, kann ich mich aufs Laufband stellen und loslegen, also demnach, ja, ich mache mein Studio. Ist doch gut, oder? Ja. Gern hin, ist mal gleich motiviert. Eben. Genau, und last but not least haben wir uns gedacht, die persönlichen Beweggründe, wieso wir überhaupt Sport machen, interessieren vielleicht auch den einen oder anderen von euch. Und ich sage es ganz offen und ehrlich, bei mir ist es die Figur. Also ich habe jetzt nicht diese Gene oder den Stoffwechsel, wo man essen kann und das wird sofort verarbeitet und ist 2 Minuten später wieder draußen, sondern ich bin einfach so und ich sehe das auch bei den Frauen in meiner Familie, also meine Oma, meine Tante, ich habe auch die Figur ähnlich geerbt von denen. Ich liebe Essen, ich liebe zwar gesundes Essen, aber für mich wäre jetzt Verzicht auf Essen keine Option. Auch ab und zu mal einen Burger oder mit meinem Freund am Abend eine Pasta oder so. Und dafür muss ich einfach Sport machen, damit ich meine Größe halten kann. Das ist für mich aber völlig okay und ich muss auch sagen, das ist mittlerweile nicht nur Pflicht, sondern ich merke es gerade, wenn man jetzt zum Beispiel mal, wie letzte Woche hatte ich leider eine Lebensmittelvergiftung, wenn man dann mal eine Woche außer Gefecht ist, freut man sich schon wieder richtig drauf, mal wieder in der frischen Luft laufen zu gehen oder so. Und mittlerweile ist das einfach, würde ich sagen, ein fixer Bestandteil von meinem Leben. Würde ich bei dir auch sagen. Das kann ich so unterschreiben. Ja, und bei mir ist es vielleicht andere schlanke Mädels, werden das auch kennen. Ich bin jetzt nicht mehr so schlank, wie ich noch vor ein paar Jahren war, aber halt so im, was generell als schlank empfunden wird, das bin ich auf jeden Fall. Und ich habe das immer gehasst, wenn Leute zu mir gesagt haben, warum schaust du auf das, was du isst oder warum machst du Sport, du bist doch eh so dünn. Okay, das mag schon sein, dass ich so generell einfach eine schlanke Erscheinung habe, aber das
heißt nicht, dass man dann straff ist oder sportlich oder fit oder so ausschaut. Und das ist halt das Ziel, das ich gern hätte. Und bis jetzt ist halt immer so dran gescheitert, weil ich halt diesen inneren Schweinehund nicht überwinden habe können. Deswegen bin ich irrsinnig froh, dass heuer irgendwie ich das geschafft habe, viel besser einfach in meinen Alltag zu integrieren, dass mir das auch mehr Spaß macht, dass ich viel verschiedene Sachen ausprobiere, dass ich mich jetzt auch wieder traut habe, mit meinen Knien zum Laufen anfangen und so. Und ich merke halt einfach, dass mir Spaß macht das erste Mal in meinem Leben. Ich weiß nicht warum. Also für mich ist es jetzt auch keine Pflicht mehr, sondern es taugt mir einfach. Und ich fühle mich wohl und ich freue mich jetzt schon irgendwie auf den Sommer, wenn ich dann vielleicht auch im Bikini bin und mir denke, ich bin jetzt auch ein scharfes Instagram-Babe. Wir freuen uns dann alle auf die Bilder, die Sixpack-Bikini-Bilder. Bitte erhofft sich jetzt nicht so viel, aber ich sage nur halt so, das ist halt das Goal, auf das ich hinarbeite, dass man einfach sagt, okay, man fühlt sich einfach wohl in seinem Körper und man kann sich einfach so präsentieren, wie man sich selbst gerne sehen würde. So, das ist mein Beweggrund. Und ich glaube auch mit Kathis Freund, der Obersportfahrer, genau, der meinem Bruder beim Umzug hilft und dann kurz mal 10 Kilometer heimjoggt, statt zu fahren. Das haben wir aber auch bereut. Ergänzt sich das ganz gut, dass die Kathi da jetzt auch allein von der Freizeit gestaltet wird. Er hat eh nur 5 Jahre auf mich eingeredet, bis er endlich gefruchtet hat. Aber nein, also so mit der Vicky an meiner Seite und meinem Freund an meiner Seite habe ich ja zwei sehr motivierte Trainingspartner, sage ich mal. Und ja, deswegen glaube ich, dass das sportliche Jahr für uns so weitergehen wird, wie es angefangen hat. Drückt uns bitte die Daumen. Erinnert uns dran, falls es nicht mehr so ist. Genau, und bitte straft es mir nicht ab, wenn ihr dann im Sommer kein Instagram-Babe Bikini-Foto von mir seht. Und ansonsten hoffen wir, dass euch dieser Fitness-Talk gefallen hat und auch die Fitness-Week als Ganzes. Und wünschen euch jetzt schon mal ein schönes Wochenende, ein sportliches vielleicht. Genau. Tschüss.